Oh, geht nicht nach oben. Was ist? Jetzt geht er nach oben, Moment. Okay. Hohes Präsidium, werte Abgeordnete, zuerst gibt es eine klare Ansage an die fünf Vorredner hier der fünf Linksfraktionen im Hause. Sie haben, hohes Präsidium, werte Abgeordnete, habe ich gesagt, und Sie Vorredner von den fünf Linksfraktionen haben unsere Anträge intellektuell überhaupt nicht verstanden. Sie hätten besser geschwiegen, anstatt hier billigstes AfD-Bashing zu betreiben. Das Konstrukt des Great Reset ist nämlich durchsichtig. Es hat keine demokratische Legitimierung, zumindest nach unserem Verständnis. Als einzige demokratische Fraktion hier im Hause ist das Volk der Souverän und nicht die Europäische Zentralbank oder das World Economic Forum. Denn diese Organisationen zerstören den Kern unserer Wirtschaftsordnung. Sie zerstören die soziale Marktwirtschaft. Frei nach dem Motto, Ideologie verdrängt Realität, das haben Sie gerade genug hier gesagt. Und beim Green Deal ist es das gleiche Vorgehen. Vorgeblicher Klimaschutz ist die ideale Mogelpackung von euch Linken. Denn das Klima regelt sich von selbst. Das Klima steht darüber und lässt sich nicht von euch Gottspielern vereinnahmen, ob ihr das jetzt begreift oder nicht. Und was hier gemacht wird mit diesen ganzen Klimabesteuerungen, das ist moderner Ablasshandel, der weder dem Bürger noch dem Klima dient. Und wenn man sich anschaut, die CO2-Ausstöße der Industrienation gehen nach oben, dann sind das lächerliche Bemühungen der EU, ein Pusten gegen den Sturm. Was anderes ist das nicht. Es ist offensichtliche Abzocke. Es ist der uralte Betrug der Regierung am Bürger. Die Umverteilung von Arm zu Reich, von den Fleißigen zu den Mächtigen oder, wir haben es ja gerade festgestellt, von den wenigen Intelligenten hierher zu uns, den Intelligenten. Ja? Und das Ganze läuft jetzt nicht mehr unter der roten Fahne, wie wir das aus der Geschichte kennen, sondern das Ganze jetzt in Grün, und die sogenannten Schwarzen und Gelben machen da auch noch mit. Ja? Und wirklich genial gemacht, diese Manipulation durch Besteuerung von Luft. Wenn es vielleicht noch eben nicht klar ist, was CO2 ist, ist ein Bestandteil von Luft. Unsere beiden Anträge beenden dieses erbärmliche Ideologietheater, und wir als Alternative für Deutschland stellen unsere Wirtschaft wieder vom Kopf auf die Füße. Ich bedanke mich fürs Nichtzuhören. Kommen Sie zum Ende. So, noch einmal. Mein Name ist, kommen Sie her. Ja. Mein Name ist Hans-Jörg Müller, Bundestagsabgeordneter Alternative für Deutschland. Ich stehe hier gerade in der Schlange. Die Leute werden hier terrorisiert von irgendwelchen aufgeplusterten Flughafenbeamten. Alle müssen sich jetzt alle 1,5 Meter hinstellen, und die Vollidioten haben hier einen Schalter offen und da noch einen Schalter offen. Sie produzieren die Schlange selbst. Sie produzieren die Schlange selbst, die sie hier jetzt versuchen, den armen Passagieren aufzuhängen. Da war auch ein Spruch über Russland. Ja, genau. Und ich sehe hier gerade im Flugzeug aus Moskau, ich habe jetzt 10 Tage lang, ich war frei einkaufen, ich war frei im Kino, ich war frei im Geschäft, ohne diesen scheiß Maskenterror. Ja, da können wir uns heute mal in Deutschland eine Scheibe abschneiden, wie frei es in Russland zugeht.